Terrororganisation Islamischer Staat, IS, nimmt offenbar verstärkt auch Kirchen als mögliche Anschlagsziele ins Visier. Das legt ein Beitrag in ihrem Magazin Rumia nahe. Dort ist ein Foto der Dresdner Frauenkirche zu sehen. Der weltberühmte Bau wird als beliebter Versammlungsort der Kreuzzügler bezeichnet, der darauf wartet, niedergebrannt zu werden. Kirchen seien neben Tankstellen, Krankenhäusern und Nachtclubs optimale Angriffsorte, heißt es weiter. Ein mögliches Anschlagsszenario umfasst leider alle öffentlich zugänglichen Gebäude, darunter auch Kirchen, sagte dazu der Sprecher der Sächsischen Landeskirche Matthias Oelke der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Eine Einschränkung der Gottesdienste werde es nicht geben, stellte er klar. Christen haben sich von Anbeginn auch unter Gefahr zu ihrem Glauben bekannt. Anlässlich des Europäischen Gedenktages an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus am 23. August hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur an die Folgen des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes erinnert. Er wurde an jenem Tag im Jahr 1939 zwischen der kommunistischen und der nationalsozialistischen Diktatur geschlossen. Dieser Nichtangriffspakt ermöglichte Hitler den Überfall auf Polen und machte den Weg für die sowjetische Zwangsherrschaft im Baltikum frei. Der Vorsitzende der Bundesstiftung, Markus Meckel, beklagte, dass der 23. August als Gedenktag noch weitgehend unbekannt sei. Dabei sei er wichtig für die europäische Erinnerungskultur. Der Kommunismus und der Nationalsozialismus gelten als tödlichste Ideologien der Geschichte. Sie forderten mehr als 100 Millionen Opfer. Noch bis zum 10. September kann die Weltausstellung Reformation in der Lutherstadt Wittenberg besichtigt werden. Bisher stießen die größte Bibel der Welt und das 360-Grad-Panorama auf das meiste Interesse. Neben dem Reformator gewinnt auch Katharina von Bora, die Ehefrau von Martin Luther, mehr Aufmerksamkeit. Die Hannoverische Landeskirche organisierte einen Frauenfesttag in Wittenberg, bei dem sie als wichtige Impulsgeberin für die Reformation gefeiert wurde. Sehen Sie einen Kommentar von der Pfarrfrau Stefanie Gödertz darüber, warum Katharina von Bora ein Vorbild für heutige Frauen ist. Sie hat eigentlich das gelebt, was wir glauben. Sie hat gelebt, dass Frauen gleichwertig sind, gleich geschaffen in Wert und Würde, aber unterschiedliche Rollen haben. Und so hat sie die Rolle an der Seite des Reformators Luther ausgefüllt und ihm zur Seite gestanden, indem sie ja einen Riesenbetrieb, einen Riesenklosterbetrieb geführt hat, indem sie gekocht, gebacken hat, sich aber auch theologisch eingemischt hat und dort auch ihren Standpunkt vertreten hat und Luther somit auch eine gute Gehilfin war.